bestimmt aufwachen. Irgend sowas wird hier gleich passieren. Nö. Aber dann wecke ich ihn auch nicht. Wenn er nicht steht, jetzt muss noch das machen, weil beides bereit zur Abgabe. Gut. Dann schnell zurück, bevor die Gegner alle respawnen. Die wahrscheinlich auch abkürzen können gerade. Aber hat ja gut geklappt. Ich erinnere mich an euch. Ja, es ist 5 Minuten her. Beschädigte Aufzeichnungen 3 Stück. Ausgezeichnet. Aus diesen Aufzeichnungen sollte ich die Nachricht des Primus extrahieren können. Es gibt das so viel zu Neues gebraucht. Das darf nicht geschehen. Selbst mein Siegel hier einzuschließen, könnte nicht reichen, um... Fehlt dir da was, ne? Naja, müssen wir noch mehr finden. Gut, aber immerhin wissen wir jetzt gerade mal. Vergesst nicht, ich brauche lediglich die Knochen. Fleisch ist nur im Weg. Ja, damit kann ich etwas anfangen. Ich glaube, ich werde einen davon mit nach Hause nehmen und ihn den anderen Schmieden zeigen. So, schauen wir wieder normal. Ich habe ein paar solide Wurfhaken und Ankerpunkte gebaut. Keine Sorge, wenn sie mein Gewicht halten, werden sie auch eures halten. Damit kommen wir über den Abgrund zur nächsten Animaleitung. Ich gehe voraus und warte auf euch. Wer weiß, was da drüben auf uns lauert. Je schneller die Animaleitung wieder funktioniert, desto schneller kommen wir in das Archiv, um uns das Siegel des Primus zu holen. Reist per Wurfhaken zur schwebenden Insel und repariert die Animaleitung. Der Primus hat mich noch ein Fragment. Der Primus hat dieses Grabmal schon früher erwähnt. Wisst ihr, was es ist? Oder wo? Das Grabmal ist geheim zu halten. Selbst vor Verbündeten. Schöner Hüter der Geheimnisse. Okay, hiermit kommen wir dann zurück. Guten Flug. Hey, Geronimo! Achso, noch ein bisschen weiter. So, hier müssen wir da... Den brauchen wir theoretisch. Kommen wir da vorbei? Ja, dann bleib da mal. Dann tue ich dir nichts. Hier gibt es irgendwelche komischen blauen Risse in der Realität. Ich kann nicht über einen Bordstein laufen. Was ist denn das? Ich gehe also, ja, ich weiß, wahrscheinlich muss ich mit der reden, aber wenn ich das anklicken kann. Wahrscheinlich. Aha. Benötigt Wissen der Untersuchungsberichte. Uralte Schreine. Gut, kann ich nicht anklicken. Dann halt doch mit dir. Braucht ihr was geschmiedet? So, diese Verschlinger werden uns das Leben schwer machen. Ich fasse das Ding nicht an, bis ihr mir sagt, dass ihr bereit seid. Ich werde euch beschützen. Schlundgebundene Verschlinger. Hier will wohl jeder ein Stück abbekommen. Werden doch bestimmt von da kommen. Das ist schlecht. Kümmert euch um den Verschlinger, während ich repariere. Oh, du bist groß. Dieser Leiter ist reinste Schnuderei. Ja, wurde wieder dran rumgefuscht. Blaue Sachen auf dem Boden rauslaufen. Der macht aber jede Menge. Und die folgen mir, glaube ich, nicht. Nee. Es gibt große blaue und kleine blaue.
kamen eben ein paar hintereinander. Ich muss nur diese Teile verbinden. Wir müssen nur einen Nippel durch die Lasche ziehen, eventuell. Das könnte helfen. Kommt halt um. So. Auf die Reparatur bin ich nicht gerade stolz, aber sie wird reichen. Gehen wir zu Talgalan zurück. Oh, müssen wir gleich dann wieder mit den Haken wahrscheinlich wieder zweimal springen. Ja, wozu hier die blauen Dinger sind, wissen wir noch nicht. Nee, Moment, doch. Ich muss die erst. Sie ist verschwunden. Weil hier bin ich doch schon. Und ich sehe da drüben den Haken nicht. Der war doch hier auf der. Das hier? Vielleicht war es hier. Ich hoffe einfach, dass es nicht unzählige von den Haken gibt. Ah ja, doch, war glaube ich hier. Will ich darüber? War es das Falsche? Ob das war das nicht das, wo ich hin wollte, weil da läuft ein Elite rum. Schauen wir mal, ob es da mehrere gibt. Das würde mich generell mal interessieren. Das sieht ja eher so aus, als wollen wir dahin. Vielleicht ist der Rückweg doch nicht derselbe. Aber da sehe ich keinen Haken. Da ist einer, aber der ist sehr weit weg. Bin ich hier einen falschen Weg eventuell gelaufen? Von da oben würde ich da drankommen an den Haken, aber... Gut, dann schauen wir, ob wir das... ist die Map von... Die ist nicht wirklich hilfreich. Aber es sollte wohl möglich... Vielleicht gibt es eine Möglichkeit lang. Aber ich bin halt nicht sicher, ob wir da lang müssen, weil da ein Elite rumlief. Werden wir jetzt gleich mal rausfinden. Da brauchen wir einen Schlüssel zu. Und wir werden einfach mal versuchen, auch wenn ich mich hier nicht auskenne, an den normalen Gegnern einfach vorbei. Das ist bestimmt eine super Idee. Das hier sind Freunde. Ach ja, ich glaube, wir folgen der Anima-Spur jetzt wieder. Von daher... Sollte das hier richtig sein? Was ist denn das hier? Achso, was war die Kiste? War die. Was ich verschleuere? Hier ist noch irgendwo vielleicht was. Da oben. Ja, irgendwo in der Textur. So, alles mitnehmen. Und dann wieder dem Anima folgen. Okay, doch nicht dem Anima folgen. Seid ihr da eventuell in der Höhle oder seid ihr hier lang? Ah ja, doch, hier waren wir durch und dann kam der Abgrund. Ja, also, wahrscheinlich hätte ich irgendwo hier oben lang gemusst, aber da habe ich den richtigen Haken nicht gefunden. Nun sprecht! Was für ein Ritt! Den Wurfhaken könnt ihr behalten. Danke!
Aber vorsichtig damit. Normale Greifhakenziele halten diesem Ding nicht stand. Ich mache keine Reparaturen. Du hast schon zweimal repariert. Danke dafür. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Nachdem die Knochenschmiedin nun beide Leitungen repariert hat, sollte die Anima zum Archiv fließen. Dadurch haben wir die Chance, dort reinzukommen, wenn wir es denn erreichen. Unsere Verbündeten aus Maldraxxus haben Transport zum und vom Archiv vorbereitet. Wir sollten uns beeilen. Wenn die Diener des Kerkermeisters das Siegel des Primus vor uns in die Finger bekommen, wird nicht nur Cortia darunter leiden. Die gesamten Schatten der Lande könnten für immer verloren sein. Gehen wir, Schlundgänger. Unsere Truppen warten auf uns. Nehmt einen Flederflügeltransporter, nicht Fledermaus, sondern nein, Flederflügeltransporter zum Archiv der Geheimnisse. Gehabt euch wohl. Die Pakte verteidigen das Archiv noch gegen die Schlundgebundenen. Aber wir müssen uns beeilen. In der Nähe ist ein Flederflügel für euch angebunden, Schlundgänger. Er bringt euch direkt ins Maldraxxi-Lager beim Archiv. Das wäre nett. In der Nähe. Folgen wir der Minimap. Okay, da sind noch mehr von... Ich hatte ja eben so einen Pilz. Anscheinend gibt es davon mehrere, die ganz kurz angezeigt wurden. Aber das interessiert mich im Moment eher nicht so sehr. Hallo, Flederflügel, mein Freund. Ich werde dich bestreiten. Und ich habe mal vorhin drauf geachtet, also Pläne des Kerkermeisters vereitelt war vorhin auf 43, jetzt ist es 46. Kann natürlich auch, so viel getötet hatten wir seitdem nicht. Also ich glaube wirklich, dass die Quests dafür entscheidend sind. Und hier sind wir gelandet vor dem Archiv der Geheimnisse. Was war das hier noch? Ach so, was wir zwischendurch gefunden hatten. Ja, hoffe ich mal, dass wir irgendwann da nochmal rüberkommen. Erzählt mir eure Geheimnisse. Talgalan hat mir schon alles erklärt. Wir müssen euch in dieses Archiv bringen. Genau, das wäre nett. Deswegen hast du Quests für mich, die ich nicht anklicken konnte. Die Verteidigung des Archivs. Um das Archiv zu erreichen, müssen wir uns einen Weg durch die angreifenden Schlundgebundenen bahnen. Die Pakte tun ihr Bestes, um diese Monstrositäten zu vertreiben. Aber unsere Verbündeten werden nicht ewig durchhalten. Die Schlundgebundenen sind entschlossen, die Beute vor euch zu erreichen. Wir könnten eure Hilfe im Kampf gegen die Truppen des Kerkermeisters brauchen, Schlundgänger. Vorsehung leiden. Mhm. So, da müssen wir Karef helfen, die Invasion zurückzuschlagen. Ich bin bei euch. Und außerdem noch die Hüter von Cortia. Wir konnten die konnten den Truppen des Kerkermeisters nur knapp standhalten. Aber mit euch wird sich das Blatt bald wenden. Ich weiß, dass ihr unbedingt in das Archiv wollt, aber es gilt auch, unsere Aufzeichnungshüter zu retten. Mal wieder. Sie sind der Experten für alles, was sich im Archiv befindet. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kerkermeister herausfindet, was ihr... immer dasselbe. Vorsehung leite uns. So, er wird mir folgen. Gut, die beiden Sachen sind wahrscheinlich direkt vor Kay. Ihr würdet gut nach Maldraxxus passen, Beschützerin. Dann würde ich doch sagen, wir gehen mal anfänglich in die Richtung. Da gibt es ja auch genug von denen. Und dann retten wir mal die Hüter. Und das wird wahrscheinlich alles, was wir töten, ist dann die Streitkräfte der Schlundgeborenen schwächen. Also können wir wieder nebenbei erledigen. Nicht auf mich schießen, bitte. Danke. Was ist das hier noch? Ah, okay.
Das gehört auch zum Schwächen dazu. Der Typ, den wir befreien, der ist irgendwo da hinten. Das ist eine Elite. Das ist eine Elite. Das hier sind normale. Ich würde vermuten, wir wollen in das Gebäude da rein. Machen wir einfach hier den kleinen Kram. Ist das... tut weh. Das tut richtig weh. Wo kommt es her? Hat es aufgehört? Es hat aufgehört. Das hat aber zwischendurch wehgetan. Seid gegrüßt, Schlundgänger. So, hier drin können wir was befreien. Geheimnisse. Wie gut, dass ihr in Sicherheit seid. Der teleportiert sich. Ich hatte eine Vision vom Schlundgänger, aber nicht von euch. Die Fäden des Schicksals überraschen uns alle. Du hast aber einen langsamen Ruhestein, mein Freund. So, das war Nummer 1. Nummer 2 ist dann da unten. Der dritte wird wahrscheinlich dann da sein. Gut, wir müssen wieder über den dünnen Steg zurück. Ich bin im Kampf, ich kann nicht reiten. Das ist jetzt belastend. Was habt ihr diesmal kaputt gemacht? Ich habe nichts kaputt gemacht. Es gibt andere Leute, die alles kaputt machen. Ich gehöre nicht dazu. Und weil ich die ganze Zeit im Kampf bin, habe ich auch keine Regeneration. Jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Ja. Weil ich mir gerade überlegt habe, komme ich wohl an dir vorbei, hatte sich dieses Thema schon gelöst. Ja, hier und da, so darüber wollen wir. Oh, war da ein... Gut, ich habe kurz gedacht, da hätte ich jetzt eine Elite getriggert. Es ist aber trotzdem jetzt gerade ein bisschen viel. Das würde ich dann doch mal sagen. Ja, wir müssen irgendwie da rüber. Gibt es hier irgendwo Brücken? Gibt es Haken? Werden wir gleich mal rausfinden. Springen wird eventuell auch funktionieren. Also nicht normales Hüpfen mit Leertaste, sondern der heldenhafte Sprung. Aber was trotzdem schauen. Ist auf jeden, jetzt wird mir auch der andere jetzt angezeigt, aber ich weiß, dass etwas in die Richtung wäre. Ja, deswegen mal schauen. Wird das, das würde funktionieren. Kein Fall verfügbar. Ja gut, hätte ja sein können. Es sind so viele Gegner, die mir quasi im Weg stehen. Aber hier ging es ja... Das Haken auch nicht? Hat er vorhin gesagt, den Haken dürft ihr behalten. Aber ich sehe da drüben jetzt nichts zum Einhaken. Gut, der Elite ist jetzt gerade mal dem anderen hinterhergelaufen. Dann nutze ich das doch mal, dass sie sich alle auf den Hirsch konzentriert haben.
Ja gut, wenn wir hier sind, dann werden wir wohl als nächstes... Machen wir halt doch da hinten den. Und danach wird mir der dritte dann auch wieder angezeigt werden. Ich habe jetzt nicht mehr auf die Karte geguckt, aber das sieht halt absolut so aus wie da drüben. Oder auch nicht. Muss der getötet werden? Vielleicht, damit hier was passiert? Ich mach mal kurz mit. Obwohl ich halt nicht glaube, dass ich das mir gerade was bringt. Oh, nö. Hatte ein bisschen Zeug, aber das hat mich jetzt in dem Punkt nicht weitergebracht. Ach so, du bist schon tot. Talxul, euer Erbe bleibt in Erinnerung. Ja, in Erinnerung wird er bleiben. So, das Dolle ist, jetzt müssen wir hier wieder durch den ganzen Kleiderradatsch durch und dann irgendwann links der Fläche folgen. Vielleicht hier so ungefähr, ja. Tendenziell scheint das nicht falsch zu sein. Das ist wahrscheinlich das Gebäude. So, hilft das hier bei Truppen zurückschlagen? Wie viel ist mir gefolgt? Das hält sich in Grenzen. Glücklicherweise. Der eine rennt auch weg. Das ist gut. Finde ich schön, dass die ganzen Gefangenen hier so ihre Einzelkabinen haben. Wahrscheinlich hätten wir den letzten, den wir als zweites hatten, als letztes finden sollten, weil die wurden ja auch nicht in der Reihenfolge angezeigt. Das ist dann so schön, die ersten beiden hängen hier, die konnte man noch retten. Und dann der dritte, ach, der ist tot. Ja, schade. Willkommen in der Stadt der Geheimnisse. Kommt, mein Freund! Ist es klug, diesem Kampf beizutreten, Talgalan? Es sind verzweifelte Zeiten. So, die haben wir, aber wir müssen halt hier noch das auf 100% bringen. Wahrscheinlich muss ich dann danach wieder zurück und da dieses Auge töten. Weil da wären wir ja quasi auch als drittes angekommen, also in der Theorie, ne, man hat die 100% hier gemacht von zurückschlagen, findet dann den dritten toten Hüter-Aufzeichnungs-Hansi und dann, und hier übrigens jetzt das Auge, weil du bist ja eh schon hier. Das ist einfach mal meine Vermutung. So, 72%. Da drüben habe ich eben vergessen zu plündern. Vielleicht. Ein Haufen Zeug, den keiner braucht. So. Nochmal mehrere. Das ist gut. Sollten nicht zu viel machen, natürlich auch.
84, gut. Hier nochmal mitmischen. Ich erinnere mich an euch. Ja, du erinnerst dich an mich. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Oh, grüß dich. Ja, ich will vielleicht nur ein oder zwei rauspullen, weil wir brauchen gar nicht mehr so viele. Vielleicht reichen die beiden hier. Ja, gut. Das Thema hat sich dann erledigt. So, genau. Fertig. Dann müssen wir hier die nur noch alle töten. Was noch eine ganze Menge ist, wenn ich das gerade richtig sehe. Ein Haufen Kleinkram. So, schauen wir mal, ob wir... Achso, jetzt müssen wir natürlich... Wie kommen wir jetzt... Nee. Einfach mal hier zurück. Moment. Wir werden es rausfinden. Das kann ja nicht so schwer sein. Hä? Das ist jetzt gerade... Wie kann ich dienen? Was, ja, indem du hier mir den Typen vom Leib hältst, wäre ein Anfang. War ich da doch schon in die richtige Richtung gerade? Bin nur falsch gelaufen? Kann sein. Ich will nicht im Kampf sein. Ich will reiten. Meter. Das ist hier um Ecke. Das hier drin. Da bist du jetzt. So, wie lange willst du mir folgen? Du haust mich wieder ab. Muss irgendwo anfangen, nicht wahr? So, weg mit dir. Nee, ich will nutzloses Zeug da. So. Die Verteidigung des Archivs. Ihr habt wirklich tapfer gegen die Schlundgebundenen gekämpft. Ja, weiß ich. Den Rest übernehmen wir, Shadowrunner. Zu schade, dass nicht alle drei Hüter überlebt haben. Aber gut, dass ihr zumindest zwei von ihnen gefunden habt. Tötet oder werdet getötet. Gut, das sieht hier interessant aus. Ich erinnere mich an euch. Die Zerstörung hier ist erschütternd. Tagalan spricht leise ein Gebet. Die Anima fließt jetzt in die Überreste des Archivs. Wir müssen jetzt hineingehen können. Sobald wir drin sind, werde ich versuchen, das Siegel des Primus zu sichern. Bitte erweist dem Archiv eure Ehrerbietung. Es ist ein heiliger Ort, den zu sehen nur wenigen gestattet ist. Selbst die Prophezeiungen haben nicht vorausgesagt, dass ein Lebender, ein Wort zu viel, die Geheimnisse im Innern erblicken würde. Findet das Siegel des Primus im Archiv von Cortia. Geht mit der Vorsehung. Ja, und den Weg öffnen, den kannst du mir dann in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal an den Ort, den noch kein Sterblicher gesehen hat. Schaut doch einfach wieder rein. Und ich werde uns alle...